Ja. Du hast gesagt, okay, mutig sein. Greifen wir dieses eine mutig sein wieder auf. Nämlich in Richtung Marketing. Und wie finden dich Kunden? Also nicht wie beurteilen sie dich, wie finden sie dich? Ja, das war cool. Sondern wie wirst du gefunden? Du musst alle Wege gehen, die dir zur Verfügung stehen. Also für mich natürlich erstmal eine gute Homepage. Meine Redner-Homepage ist jetzt neu gemacht, schön emotionalisiert mit vielen Bildern. Wollte ich gerade sagen, mit riesigen vielen Bildern. Die Institutseite wird nächstes Jahr komplett neu gemacht, auch mit Bildern und einfach einfacher. Heute stellt man ja auch weniger auf eine Seite. Dann braucht es einen Blog, es braucht Pressearbeit unbedingt, dass man Presseartikel, TV-Auftritte. Du selber oder hast du eine Agentur, die das macht für dich? Nein, ich habe eine, die mir ein bisschen zuarbeitet, aber ich mache auch vieles selber. Ja. Ich finde immer, der persönliche Kontakt, da erreichst du auch ganz viel. Du musst halt immer mit deinen eigenen Kräften haushalten. Und wie kommst du dann an die richtigen Leute ran? Also ich habe ja selber auch Cold-Calling-Geschichten gemacht für einen Wirtschaftsverlag, also Business-Bestseller. Und da ist halt auch mal die Herausforderung immer gewesen, mal von der Telefondame mal zur richtigen Sekretärin verbunden zu werden und von der Sekretärin, der dann klar zu machen, dass es ganz wichtig ist, dass der Chef mit dir persönlich spricht. Du, ich habe viele Menschen kennengelernt dadurch, dass ich viel unterwegs bin. Ich habe auch viele Verlage, Redakteure, Chefredakteure, Zuständige kennengelernt, dadurch, dass ich unterwegs bin. Ja. Viele hocken mir viel zu viel zu Hause, hinterm Schreibtisch im Büro oder noch im Seminarraum. Aber ich finde, wenn du heute erfolgreich sein willst, musst du unterwegs sein. Mhm. Und dann laufen dir auch die Menschen über den Weg oder du hast dann jemanden, der den wiederum kennt und dann ist das ja auch eventuell ein Türöffner. Mhm. Na, man muss sich vernetzen. Ich habe bei Xing 13.000 Kontakte, Facebook habe ich noch nicht so viel gemacht. 13.000, ja. Genau. LinkedIn bin ich dran. Also du brauchst die Social Medias, ohne die geht es gar nicht, auch wenn viele sagen, ach Antje, lass mich mit Facebook in Frieden. Und doch braucht es das. Auch LinkedIn im deutschen Bereich schon relevant? Du, das habe ich nicht so analysiert. Ich arbeite ja mittlerweile international und daher brauche ich es. Und ich möchte immer mehr international arbeiten, auch Englisch. Und daher forciere ich es gerade. Aber es ist auch Instagram, habe ich jetzt angefangen. Genau, das sind junge Menschen. Instagram, das verstehe ich nicht. Und Pinterest, so die großen Unterschiede. Das sind beides irgendwie, wo man seine Fotos postet. Aber das eine ist mit eigener Pinnwand und das andere ist Stream und also ich mache beide halt, Netzwerke irgendwie im Vergleich. Nee, ich mache kein Pinterest, ich mache nur Instagram. Weil irgendwann möchte ich auch mal die Sachen machen, die ich eigentlich mache, nämlich coachen, meine Reden vorbereiten, Trainings halten und nicht nur Social Medias. Ja, also ich mache schon viel, bin schon präsent. Aber irgendwo hat es auch ein aber Ende. Nicht arg viel. Also. Nee, stimmt. Weil ich viele Artikel schreibe. Und das Problem ist ja immer, wenn du online Artikel schreibst, ist das Thema Doppel-Content. Ich kann ja nicht meine Artikel... Duplicate-Content, ja, da wirst du von Google abgestraft. Ja, da wird zwar im Moment auch viel drüber diskutiert, wie viel das ausmacht. Ja, am Ende weiß es niemand. Die Algorithmen kennt nur Google. Da gibt es den John Müller mit seinem wöchentlichen, also das ist der hat seine Google Hangouts, das ist dort der deutsche Vertreter von Google, der also einmal die Woche seine Hangouts macht, haben einige davon angeschaut, ziemlich spannend, aber das sind alles mehr oder weniger Geheimnisse. Er sagt aber am Schluss trotzdem alles. Also natürlich hörst du zwischen raus, es hat schon Bedeutung, aber nicht überbewerten und so, ja. Aber Fakt ist, du willst ja nicht einen Artikel jetzt 100-mal verwenden, ne? Ach, das ist früher gern passiert. Ja. Da hast du jedes Magazin aufschlagen können und überall war der gleiche Artikel vom selben Autor drin. Naja, daher von wegen honorarfrei und so, ja? Ja, das ist auch heute noch so. Ich meine, du bekommst für Artikel kein Geld. Das kann man sich mal abschminken. Du bekommst halt, dass sie, wenn du Glück hast, es noch posten über die Social Medias. Und sonst musst du es eben selber posten. Aber ich schaue halt lieber, dass ich meine Artikel schreibe für die Presse und dann bleibt halt der Blog ein bisschen hinten dran. Mein Gott, irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Ne? Und ich will dafür jetzt nicht jemand bezahlen. Daher ist der Blog so ein bisschen hinten dran. Aber Marketing sprechend, es braucht, ja, Bücher sind hilfreich, glaube ich schon. Ne? Gerade jetzt, wo ich mehrere habe, merke ich auch, dass es
ja, mehr Aufmerksamkeit noch findet, als nur jetzt mit meinem ersten Buch Mentaltraining für Reiter. Das war natürlich zu speziell oder sehr speziell. Wobei du natürlich schon, muss man schon sagen, jetzt auch bei richtig guten Verlagen dabei bist. Ja, ja, Springer ist schon mal ein super Verlag. Mhm. Ja. Dann musst du eben... Aber Self-Publishing hast du nie gemacht, oder? Davon halte ich nichts, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, wie gesagt, es gibt die eine und die andere Fraktion. Ja, ja, ich weiß. Ja. Aber ich glaube, dass in vielen Köpfen drin ist, wenn du selbst publizierst, dann hast du keinen Verlag gefunden. Ich meine, wenn du selber einen Verlag gründest, einen richtigen Verlag und viele Dinge machst, wieder was anderes. Aber viele haben ja genau für ein, zwei schlecht gebundene Werke ein Buch draus gemacht und einen Verlag gegründet. Ja, man sieht es häufig schon, gell? Also das ist, ja, wenn man dann so aus dem Eigenverlag gedrucktes Buch kriegt zum Anschauen, das siehst einfach, dass das so, ja, es fühlt sich eine dementsprechend gut an. Ne? Ja, genau, ja, genau. Und daher halte ich davon nicht so viel. Ne? Suche lieber nach einem ordentlichen Verlag, arbeite an deiner Sprache und Schreibweise. Dann ist natürlich das nächste Ding Hörbücher, da bin ich jetzt dran. Da muss ich allerdings selber vorfinanzieren, weil die Verlage keine Hörbücher machen, mit denen ich bisher arbeite. Dann werde ich Lernprogramme aufsetzen. Ich habe einen ersten Online-Kurs, es wird weitere Online-Kurse geben. YouTube hat für mich eine große Bedeutung, mache ich noch zu wenig. Ich habe jetzt gerade mal Kamera und Stativ und alles gekauft, um da in Zukunft mehr selber zu machen, weil wenn du das immer in Auftrag gibst, ist das auch ganz schön teuer. Da kostet dann irgendwie... Wobei Lernkurse, da steige ich dann gleich wieder ein, weil das ist dann E-Learning, gehirngerecht aufbauen, das ist ja dann wieder mein Thema, ja. Genau. Ja, weil das meiste, was da draußen an E-Learning verkauft wird, ist ein Witz. Also das habe ich ja analysiert, ich habe eine große Marktstudie gemacht, alles, das ist ziemlich verheerend, was da verkauft wird. Also wundert es mich nicht, dass die Leute dann so irgendwie 80-90% der Leute, der Teilnehmer springen so nach nach einer Lektion sind schon 40% weg und dann brechen sie der Reihe nach weg und am Ende kommen ungefähr 10-20% derer an, ne, die gestartet waren. Ja. Das hat ja mit irgendwas zu tun. Ja, definitiv. Das könnte ja vielleicht an der Methode liegen, sage ich jetzt einmal so. Aber na, man kann ja nicht jemanden fragen, der sich auskennt, wie ich vielleicht, und sich tatsächlich damit befasst, wie kann man da Motivationsgeschichte reinkriegen und es so spannend gestalten, dass du eben nicht nur PowerPoint-Folien runterklickst und parallel erzählst oder dieses vor der Kamera sitzen und reinreden und das ist dann schon, und dann wird es abgewechselt, dieses, was wir machen, ist reinreden und dann mit PowerPoint. Und das ist dann Online-Kurs. Sage ich, ja Freunde, nicht wundern, also da muss dann schon ein toller Name dahinter stehen, dass das trotzdem gekauft wird. Also einmal vielleicht, aber weiterempfohlen wird es nicht. Außer es sind riesige Affiliate-Provisionen drauf. Was jetzt, ja, was leider eben schon oft da ist. Ja, also ich weiß. Gerade gestern so eine Diskussion geführt. Ja, ja. Wobei, das könnt ihr nicht. Also das könnt ihr nicht. Also ich habe das Glück, dass ich viele Möglichkeiten habe, Rezensionsgeschichten zu machen. Und das liebe ich auch und das mag ich ja total gern. Aber ich würde nie etwas positiv nach außen tragen, von dem ich nicht echt überzeugt bin. Dann schweige ich lieber. Also ich mache keinen Verriss. Also wenn ihr jetzt ein Buch da habt und das gefällt mir nicht, dann gehe ich jetzt nicht rein und schreibe, das ist totaler Blödsinn, sondern dann gebe ich einfach eine Ruhe. Ja, das ist ja die große Gefahr heute vom Netz, ne? Dass auch Neider natürlich verreißen. Mein erstes Buch, da hat mal jemand mir diesen einen Stern nur gegeben mit dem Kommentar, das Buch sei ja eine Kopie von anderen Büchern und hat das andere Buch genannt. Das Buch, andere Buch ist nur leider 3 Jahre nach meinem Buch erschienen, ne? Sehr spannend. Ich weiß zwar nicht, wie ich dann da hätte abschreiben sollen. Du, das ist spirituell. Du hast dich da eingeklinkt in dessen morphogenetisches Feld und dem das rausgeklaut. Ja, genau. Und Amazon hat das nie entfernt. Die interessiert das nicht. Obwohl das eine Lüge ist, so eine Unwahrheit, wird nicht entfernt. Wobei, was ich sagen muss, also das einer, also der sich schon angeschaut hat, hat das eh schon gesehen bei meiner Rezension von deinem Buch. Also unglaublich brav zitiert. Also wirklich, am Ende jeden Kapitels steht dann richtig schön Literaturverzeichnis und wenn da
sogar ein bisschen übertrieben. Meiner Meinung nach, bei jedem Bild steht dabei, wer die Urheberrechte des Bildes hat. Also wirklich brav. Also da muss ich sagen, Brückenwil hätte auch den Hut gezogen, wie ich. Ich bin ja auch von ihr erzogen worden, in die Richtung, wirklich jeden Bullshit anzugeben. Und ich finde es auch richtig so. Weil es geht ja wirklich darum, der Mensch hat oft ein ganzes Leben oder Wochen, Jahre, Jahrzehnte investiert, um sich bestimmte Dinge zu erarbeiten oder irgendwelche tollen Geschichten zu erfinden, Metaphern zu finden für bestimmte Dinge. Und dann geht irgendeiner her und sagt, und da gibt es die Geschichte, und dann erzählt er die Geschichte und dann sagt er, das ist meine Geschichte. Und das muss nicht sein. Weil das, nee, gar nicht. Weil und das nimmt dir keinen, wie es so schön heißt, Zacken aus der Krone, wenn du das auch angibst. Eine Vera F. Birkenmiel hat brav angegeben, von wem sie alles hat. Die hat den und den Wissenschaftler und den Autor. Und dann, wenn sie den Lothar Seiber zitiert, hat sie den Lothar Seiber zitiert. Das hat sie aber gesagt. Ja, und war sie deshalb unten durch? Das Gegenteil ist der Fall. Ja, und das ist eben auch meine Haltung. Ich glaube, mein Beruf wird macht aus die eigene Persönlichkeit, die Erfahrungen, die innere und äußere Reise oder Reisen. Aber nicht, dass ich Inhalte klaue, dass ich aus einer Methode plus die zweite ist gleich die dritte, mache noch ein R dahinter und dann mache ich da noch ein großes Marketing und sonst wie drumherum. Und schon habe ich was Neues erfunden, alles ein Schmarrn. Also es macht mir manchmal Freude, in meinen Seminaren das zu zerlegen und den Teilnehmern zu sagen, woher die ganzen Begriffe stammen und was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Und dann, so wie gestern auch, dann gehst du zu einer Kollegin und lernst was und dann heißt es aber, ja, aber dann musst du wieder Wingweb total vergessen, um EMDR zu lernen, aber es ist natürlich eigentlich dasselbe mit ganz kleinen Abweichungen. Wieso muss man auch dann immer der eine auf dem anderen rumhacken? Alles hat seine Berechtigung und wir haben ja die freie Wahl zu entscheiden, was wende ich an, was nehme ich an. Und daher, wie gesagt, ist mir wichtig zu sagen, wo ich es herhabe. Absolut. Und mir scheint es aber kein Hindernis zum Erfolg, sondern im Gegenteil der Weg zum Erfolg. Ja, definitiv. Oder in jedem Fall ein gangbarer, der wunderbar ist in meiner, weil er schlicht auf dem, was auch mir wichtig ist im Leben, so als Kernwert, Respekt vor sich selber beginnend, aber auch vor den anderen. Ja, genau. Weil das ist einfach ein Ausdruck des Respekts. Freund, du hast mir weitergeholfen mit dieser tollen neuen Metapher, tollen neuen Methode. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich zumindest sage, ich hab's von dir.